Gewisse Firmen haben aber mit dem katastrophal misslungenen Weltuntergang einen Haufen Geld verdient. Zum Beispiel die Firma KinderlernTV von der Frau Dr. Sprössling, die mit ihrer Aufklärungs-DVD einen regelrechten Bestseller herausgebracht hat. Die pädagogisch wertvolle DVD hat zum Ziel gehabt, Kinder für den Weltuntergang zu sensibilisieren. Für andere war das Ausbleiben vom Weltuntergang aber wirklich ein persönlicher Weltuntergang. Die bekannte Schlagerband Astra Brothers hat sich mit ihrer Weltuntergangs-CD ruiniert. Adios, amigo, adios, goodbye. Ich gang jetzt in Bunker, doch set kein Platz für zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Oh liebe Welt, bald ist's vorbei. Doch du musst nicht traurig sein, denn Putin, der ist auch dabei. Alles hat ein Ende. Nasenblatt in die Erde druckt, spürt eine Ausländerin, wie es umruckt und der Boden auseinanderbricht. Die Welt, die ist jetzt Geschichte. Aus der Burka sieht sie gleich, fliegt die ganze Schweiz vorbei, ohne Schrammen durchs Weitenall, weil die Schweiz, die ist, denk, noch neutral. Ciao, ciao, Switzerland, ciao, mia Patria, ciao, ciao, Switzerland, möchtest du bald gar nicht mehr haben. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Die Welt, die war zwar schön, doch du, so richtig scheiße. Weine nicht, kleine Eva, wenn die Welt jetzt untergeht. Weine nicht, kleine. Die PR-Aktion, dass die Astra Brothers allen, die eine CD gekauft haben, beim Ausbleiben vom Weltuntergang das Geld wieder zurückzahlen, ist voll in die Hösse. Pech für die Astra Brothers. Die Welt ist so stabil wie eh und je.